Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von One More Island auf meinem Kanal. Ja, eine neue Aufnahmerunde und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht in der Zwischenzeit. Und wir werden heute versuchen, unsere Wirtschaft hier wieder ins richtige Licht zu bewegen. Und ich hoffe es doch, denn wir sind ein bisschen in Schieflage geraten. Wir haben Probleme da, den Markt zu beliefern und deshalb habe ich einige Dinge mal in der Off-Zeit schon mal vorgeplant. Darum laggt es auch gerade ein bisschen, weil ein bisschen sehr viele, ihr seht, sehr viele Aufgaben ausstehen. Und wir gehen mal kurz durch. Ich habe da die Eisen und die Eisenschmelze, also die Mine und die Schmelze habe ich deaktiviert für den Moment. Wir haben ein neues Schiff im Bau. Ich habe hier das Apfelplantagefeld erweitert. Ein weiteres Weizenfeld dazu gebaut da. Dann haben wir, muss gerade überlegen, da unten noch die Fischereizone etwas erweitert. Eine weitere Mühle dazu. Plus hier den Hafen, viel, viel größer, damit wir da mehr einlagern können. Weil das Brot ist auch etwas, was knapp ist zurzeit. Das wäre soweit mal das, was ich hier am Eier und da den Schlachthof ein bisschen erweitert, um zu schauen, wie das so da funktioniert. Und wenn wir dann mehr Werkzeuge haben, deaktivieren wir den für den Moment auch mal noch. Dann habe ich hier oben auf der Insel da eine weitere Plantage für Hopfen geplant, weil es nicht ausreicht, was da ankommt. Hafen etwas erweitert, Straße, ja, so das, was man kennt, Fischer. Und da unten ist auch geplant ein eigenes Sägewerk, Hafen vergrößert. Hier, dass wir auch noch ein weiteres Gewürzfeld dann platzieren könnten. Dann habe ich da noch einen Steinbruch gesetzt, dass wir da eigene Steine haben, die wir da uns versorgen. Hier eine Schafsfarm plus natürlich die zusätzliche Spinnerei. Mit dem Ziel, dass wir hier die einfache Kleidung für die Insel und die andere selbst produzieren können und nicht mehr von der anderen Insel abhängig sind. Was wir müssen den Weizen hier hinbringen, denn diese Insel ist die einzige Insel, wo wir Weizen produzieren können. Alle anderen können das nicht. Das ist so die Sache. Und geplant wäre dann auch hier noch eine Schweinefarm zu bauen, um auch die nächste Stufe, wo ja das Schweinefleisch benötigt wird hier, dass wir die dann auch selbst machen können. So, jetzt klicke ich mal auf Play. Und ja, da wird es mal ein bisschen laggen auf allen Inseln, weil es ist Attacke überall. Ich stelle auch mal auf schnell. So, jetzt werden Bäume gepflanzt. Jetzt wird Weizen angesät. Bauarbeiter sind überall dran, etwas auszubauen. Ja, alles Mögliche. Böden und so weiter und so fort. So, und dabei verhungern auch noch die Arbeiter dazu. Ja, der da. Der zweite Schritt dann, weil die werden es wahrscheinlich nicht überleben. Hier wäre dann natürlich zu schauen, dass wir eine ordentliche Ziegelsteinproduktion haben, die wir nutzen können. Ja, jetzt ist da wahrscheinlich wieder, ja, der Lehmgräber, den hat es gerade erwischt. Das tut mir natürlich leid. Aber ja, den hat es auch erwischt, weil das Essen fehlt hier. Es reicht aktuell noch nicht aus. Bringt aber auch nichts jetzt da groß was dagegen zu machen, denn es geht einfach aktuell nicht. Es reicht nicht mal für die Stufe 2 zurzeit. Denn ich glaube hier Mühle habe ich auf Stufe 1, genau, anstatt 2. Weil es da schon schwer wird. Aktuell fehlt es am Fisch. Was wir da auch mal können, vom tiefen Marktstand dann zweiten hinzustellen. Weil es macht einfach Sinn, dass da mehr zwischenlagert. Dann kann der Fisch auch, ihr seht, wie schnell der Fisch da weggeht. Und die können ja nicht ständig neuen bringen, deshalb, dass da mehr zwischenlagert. Weil da wäre er ja. Sie haben nur aktuell keine Zeit, ihn da hoch zu verfrachten. So. Mühle ist auch schon in Betrieb, sehr gut. Weitere 4 Plätze, plus 4 hier drüben. Wenn wir die auf Stufe 2 setzen, dann sollte das auf jeden Fall mehr geben. Ja, jetzt wurde da in kurzer Zeit fast alles umgesetzt. Jetzt würde ich dann gleich beschäftigt sein, hier das mal einzustellen. Die Königin ist da. Und es fehlt am Brot. Ah, sind die Plätze hier? Genau, da müssen wir unbedingt noch einstellen, dass das da nur vom Schiff abgeholt werden darf. Und nichts anderes. Oh, das müsste hier bei all denen noch einmal eingestellt werden. Dass das nicht wieder da weggeholt werden kann und
für andere Dinge benötigt wird und dann wir die Steuern nicht bezahlen können. Ihr seht es hier. Oh, ein Feuer. Brennt es jetzt irgendwo? Das Sägewerk brennt. Ah, jetzt holen sie Wasser, um es wieder in Schuss zu bringen. Verliert es jetzt auch Haltbarkeit? Nicht unbedingt. Auf jeden Fall, ja. Feuer gelöscht zum Glück. War nicht so ein großes Feuer. Aber ja, wir müssen schon aufpassen, dass wir da das erreichen. Es hängt halt ein bisschen auch zusammen, dass wir die Rohstoffe von den anderen Inseln bekommen. Da habe ich auch mal ein bisschen abgeholzt, da mehr Platz entsteht. Genau, hier habe ich auch Crates hingesetzt, weil ich da testen möchte, ob, wenn wir hier Hopfen zwischenlagern, ob das einfacher geht. Wenn wir das so einstellen. Und dafür die hier unten, so wie sie eingestellt sind, dass nur Schiffe abholen dürfen und das andere angefordert werden nach hier unten. So, hier sind auch keine freien Arbeiter zurzeit. Also alle beschäftigt. Ja, da wird das gefüllt. Geht vielleicht besser. Ich weiß es nicht genau. So, und hier unten. Genau, ich habe ja ein Schiff gebaut. Ist das schon fertig? Denn wir müssen den ein bisschen assistieren. Da fehlt es nämlich um Holzbretter, um das überhaupt zu bauen hier. Ohne die Holzbretter wird das da nichts. Da sieht das doch schon viel besser aus. Ich habe mal fast alles eingestellt, aber wir haben gute Vorräte jetzt hier auch eingestellt. Und ich würde sagen, gerade hier unten können wir bestimmt noch eine Presse mehr hinstellen. Mit einem Arbeiter mehr natürlich. Was hier ist, hier gibt es nur Stufe 1, also das wird nie upgradebar sein. Deshalb müssen wir da aufpassen. Ernte ist hier im vollen Gange. Sie sollten hier eine volle Reihe füllen dann. Dass da auch bei der Mühle was lagert. Ich habe hier Werkzeuge eingestellt, Hopfen natürlich. Dass wir da auch das Bier rausholen. Hier vielleicht sogar drei Arbeiter. Stufe 2. Ja, und das stabilisiert hoffentlich den Markt. Wie wir sehen, aktuell sieht es gut aus, was die Ressourcen angeht. Jetzt müssen wir da schauen. Gewürze sollte gut sein und Tee hoffentlich auch. Wir haben da, ich habe noch einen Brunnen hingesetzt, dass da genügend Wasser ankommt. Da wäre es natürlich dann auch mal schön abzugraden, solange es geht. Das ist soweit das. Das Schiff ist da. Und wir könnten schauen. Ich brauche da noch mehr Holz auf der anderen Insel. Forschungsmäßig ist halt blöd. Wir haben schon geupgradet. Es gäbe hier auch Tierforschungen. Wir brauchen aber dafür Arbeiter, die hier bestehen bleiben können. Und das geht halt nur, wenn hier am Markt genügend Leute sind. Ich könnte es mal wieder wagen. Weil das Wichtigste ist, dass die Schweineproduktion mithält. Und es sieht so aus, als tut sie das. Also wagen wir doch das mal. Und machen hier. Dafür braucht Weizen und Brot. Das erlaubt mehr Tiere zu halten. Äpfel, Wasser, Weizen. 10% mehr Futter. Brauchen 3 Tage länger. Bis sie ausgewachsen sind, liefern aber 20% mehr Fleisch. Machen wir zuerst das da. Und nachher dann später das. Ihr seht, Wurst schon wieder fast weg. Ja, ich hoffe, die bekommen was futtermäßig. Also die da. Und nicht, dass die normalen Leute das essen, weil sonst ist das so schnell wieder weg, dass das, ja, gar nicht hinkommt. Oh, Forschung ist fertig. Haben wir das da auch? Ja, das sieht auch gut aus. Ja, dann machen wir gleich das hier. Kostet zwar auch nochmal Wasser und Weizen, aber danach sind die Schweine sehr stark optimiert. Und das bringt uns ja auch wieder was. Wir haben hier für 24 Schafe Platz. Da kommt Weizen an, sehr schön. Hopfenfarm hat etwas Vertrocknetes hier, oder wie? Jedenfalls, die sind voll dran, das sieht gut aus. Da kommt gerade das Schiff mit der Kleidung und so. Das da könnten wir, ja, man kann auch Dinge verschieben, man kann hier bewegen. Dann setzen wir das hier hin. Können da nochmals ein Produktlager hier hinstellen. Und setzen da noch einen mehr hin. Dann. Wir haben dann immer noch mehr Platz, um da das noch mehr auszubauen. Sagen wir es mal so. Oh, aber die sind gerade langsam hier am Aufbauen. Also ich glaube, die Bäume waren ein bisschen viel Aufgabe. So, einen mehr. Und für Stufe 3 müssen wir, wie gesagt,
das Ganze dann mit Steinen ausbauen. Jetzt transportieren sie das ab, anstatt hier rein. Das ist schon, nur weil die Wand nicht zu war wahrscheinlich. So, jetzt kommt wieder neues Wasser. Sehr gut. Das hat sich hier auch als Weg gebildet. Ah, die hat wieder Steuern abgeholt. Für nächstes Mal sind wir schon bereit. Sehr gut. Forschung war ja auch fertig. Komm, jetzt machen wir das hier, dass wir die Details sehen. Das ist wichtig, auf jeden Fall. Und Schweine. Ja, es haben jetzt 19 Platz. Plus zusätzlich ergeben sie mehr Ertrag. Darf man nicht vergessen. Das reicht aber immer noch ganz und gar nicht dahin. Es ist Sache für sich. Und wir könnten den Schlachthof dann auch ein bisschen ausbauen noch. Ich denke, die richtige Straße werden wir hier hinbauen. Als Zugangsweg, und das da können wir noch überbauen. Ich weiß halt nicht, ob ich dann noch einen Schweinebetrieb hinstellen soll. Also ich denke, einen können wir auf jeden Fall hier unten machen. Wie sieht es da mit den Schafen aus? Ist voll. Hier drei Arbeiter rein. Wir brauchen da mehr Kleidung. Ja, noch einen vierten dazu. So. Da ist wieder Weg. Stücke, die es nicht braucht. So. Der kann dafür einen richtigen Weg haben. Boah, das ging aber schnell mit der Forschung. Und jetzt haben wir eben... Ah, jetzt haben wir hier schöne Anzeige. Und zwar pro Insel. Gut, das wird dann nicht ganz so genau sein. 164 Wolle Produktion, 72 Verbrauch. Okay, und zum Beispiel Gewürze haben wir minus, Baumstämme und Werkzeuge. Aber das liefern wir hier ja auch nicht. So, und bei den anderen, Weizen haben wir minus, Fisch minus und alles andere ist relativ klein. Und bei dem, Kleidung, leichtes Minus und Fisch. Aber ansonsten auch Hopfenüberschuss anscheinend. Ich weiß halt nicht, ob da das Ganze mit dem Weg etwas... Ich würde das Feld mal verkleinern. Hier. Und da einen Weg durchziehen. Dass das Gebäude da besser angeschlossen ist. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber es scheint mir so, es liegt so viel Tee rum, aber die sammeln den nicht ein. Also, da muss ja was irgendwie nicht stimmen. Dass die hier nicht voll arbeiten können. So, 15 Würste. 49 von allem. Das sieht gut aus. Da wird angesät. Gut, die Frage ist halt... Ah, das ist der Gewürze. Da unten ist ja irgendwann auch die Nachfrage gestillt an Weizen. Also eigentlich jetzt ja wahrscheinlich schon. Kleidung steigt. Das ist schön zu sehen. Das ist genau der, der die Kleidung mitnimmt. Schauen wir schnell. Genau, hat 20 eingeladen. So, und der bringt Weizen. Also wenn der jetzt nicht wieder etwas behält, dann ist er falsch eingestellt. Dann müssen wir schauen da. Da dürfte jetzt nicht alles ausladen. Hat nur ein bisschen auch. Ja, das ist gut. Aber interessanterweise hätte er hier auch noch müssen. Keine Ahnung. Aber solange da der nicht alles mitnimmt. Er nimmt halt hier alles, sämtliches Weizen mit, was da ist. So gut er kann. Die Tiere fressen jetzt natürlich auch mehr hier. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, sonst muss da halt noch ein Feld gemacht werden. Da geht's dann halt wo? Hier würde es sich auch noch so eignen. Also wir haben schon noch ein paar Ecken, die
Aber da oben ist eigentlich schön gerade noch so. Und wir holzen das mal noch ab hier. So. Weg mit dem Zeugs. Ja, geht hier nicht weiter, glaube ich. Dann mache ich doch hier minus minus. Weil es gibt keine andere Wahl. Hier einmal plus und da einmal plus. So. Und dann wird da fleißig Lehm produziert. Und wir könnten hier auch noch einen zweiten Holzofen hinstellen, eigentlich. Ja, da oben geht es nicht, nur da drüben. Man muss da immer hinterher sein. Ah, oh, hier hat es richtig viel erwischt. Die Hälfte des Feldes zerstört, gefühlt. Und da ist noch mehr, glaube ich, gerade dazu gekommen. Ja. Fast das gesamte Feld zerstört. Das ist nicht schön. Also, aber ich würde trotzdem sagen, nur zum Sichersein, machen wir hier auch noch was Kleines in die Ecke. So, und... Ja, ich würde mal sagen, die Reihe, so. Wir können sie immer noch erweitern. Oder die Ecke. Wenn es dann sein muss. Gut. Bretter sind wieder aufgefüllt. Das ist auch gut zu sehen. Und ja, wenn wir genügend Weizen haben, können wir die Produktion auf jeden Fall steigern. Und aktuell müssten ja hier... Ich denke, ich kann da noch einen weiteren hinzufügen. Die müssten gut Bricks herstellen können. Und der müsste auch arbeiten können. Also, es sieht zuversichtlich aus, sage ich ganz ehrlich. Und ich könnte... Ja, da geht noch nicht, aber... bald. Warum auch nicht, weil... Weil wir wahrscheinlich gar keinen haben. Wir müssen zuerst hier wieder erhöhen. So, 180, das ist jetzt wieder stark erhöht. 1, 2, so. Ihr müsst halt vorstellen, die essen doppelt hier, um zu erhöhen. Von Stufe 1 auf Stufe 3 essen die vom untersten Sortiment sowie vom mittleren. Und eigentlich erwarten sie das oberste, aber dazu sind wir noch nicht gekommen. Da werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge drauf eingehen. Wie gesagt, diese Folge haben wir uns auf die Stabilisierung vor allem konzentriert. So, hier noch einen mehr. Ich werde mal schauen, ob überall die Arbeiter auch zugeteilt sind, ob das alles zusammenpasst, so wie es sollte. Und ihr seht, die haben hier... Die haben noch nicht mal Zeit gehabt, um hier unten das entfernen. Also die... Die waren, glaube ich, schon etwas am Anschlag. Ausgebildete Träger ist abgeschlossen. Sehr gut. Was machen wir als nächstes? Das ist da die Frage. Also Kühe haben wir noch nicht. Händler. Muss auch was machen, was ich überhaupt kann. Sparsames Schmelzen wäre natürlich interessant. Wir haben aber kaum Eisenerz und Eisenbarren. Nur Kohle haben wir. Kaffee haben wir nicht. Da ist auch Kaffee gefordert. Das Handelsschiff, aber auch Eisenbarren. Effektive Wartung, braucht Kaffee. Pflastersteine. Ja komm, dann machen wir das hier. Das ist praktisch free, weil wir haben Weizen und wir haben auch Brot. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Basis geschaffen haben. Dass wir nächste Folge schauen können, um das Level ein bisschen anzuheben. Also... Mit mehr Steinen hier. Die sind am Arbeiten, oder? Das geht einfach nicht schneller. Können wir auch wieder Gebäude ausbauen. Was auch dann ganz wichtig sein wird. Ah, wir haben schon ganz viele hier. 64 bereits. Ja, dann sieht es gut aus. Zum Beispiel die Teeproduktion ausbauen. Vielleicht die Brauerei. Schlachterei macht aktuell noch nicht so viel Sinn. Nur nachdem. Ich würde auf jeden Fall hier... Da noch die Produktion erhöhen. Aber das ist easy. Da müssen wir nur die Arbeiter anheben. Und das geht ja ohne Probleme. Solange genügend zu essen da ist. Ja, man sieht es gerade da. Wohl doch nicht so. Ne, wir haben einfach... Es braucht Zeit, bis die Schweine hier da sind. Und gerade wenn dann zu wenig Essen da ist, dann dauert es noch länger. Aber ja, ich würde sagen...
das war's von der heutigen Folge. Wir haben einiges erreicht. Generelles Bild. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.